Herzlich willkommen beim Wiener Opernball 2020, das Fest. Die 64. Ballnacht ist in vollem Gange und das Moderatorenteam des ORF freut sich auf die kommenden Interviews mit den Stars des Abends. Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe, ihr habt wie immer den besten Überblick in der prächtigen Kommentatoren-Lounge. Logo! Geschmückte Stars des Abends, das ist natürlich unser Stichwort. Ja, willkommen zurück, meine Damen und Herren, auf dem Dschungelcamp für Frackträger im Wiener Opernball 2020. Ja, es hat einen Anruf gegeben, warum ich den Kopfhörer immer so halb am Ohr habe. Es geht darum, dass ich den Christoph verstehen muss. Und wenn ich den Kopfhörer anhab, höre ich ihn nicht. Da hört er mir nicht zu. Das macht ja nichts. Ja, schön haben wir es hier. Ja. 20. Opernball im Saal ist gerade die Tritsch-Tratsch-Polka verklungen. Und wir freuen uns, dass Sie bei uns geblieben sind. Wir schalten ja sofort in den Teesalon und in die Mittelloge vor allem. In der Mittelloge, ja, das ist der, da ist schon die Mittelloge. Da geht es ja schon rund. Miriam, Alfons und Theresa haben spannende Interviewgäste. Schauen wir mal, wen sie da haben, während unten Walzer getanzt wird. Ja, ich habe den entspanntesten Mann des Wiener Opernballes. Guten Abend, Herr Finanzminister Blümel. Grüß Gott. Sie sind deshalb so entspannt, weil Sie sind der Einzige, der heute Abend Gewinn macht. Der Opernball bringt ja, bekanntlich letztes Jahr hat er das gemacht, 1,4 Millionen Einnahmen für die Staatsoper. Das freut natürlich auch den obersten Säckelwarten. Natürlich, auch das, was konserviert wird, die Aufträge, die rund um den Opernball auch ablaufen, das kuppelt die Wirtschaft an, den Tourismus, das freut den Finanzminister, aber das freut auch den ehemaligen Kulturminister, denn das ist doch Geld, das dann der Oper zum Teil zur Verfügung steht. Und ich habe gelernt als ehemaliger Kulturminister, dass auch der Wert der Kultur gar nicht materiell abzugelten ist. Das heißt, die Bilder, die in die Welt hinausgehen, das ist so ein Imagewert für Österreich, das können wir gar nicht errechnen, wie hoch das ist. Ganz eindeutig, denn es ist ein Privileg für Österreich, in der Welt unterwegs sein zu dürfen. Da wird man oft angesprochen auf die Wiener Balltradition und Ballkultur. Und es ist schön, dass die gelebt und gepflegt wird. Sie haben mehr oder weniger den direkten Kontakt nach Brüssel. Auch jetzt nehme ich an, gibt es irgendwelche Signale schon, es wird ja heute das Budget verhandelt. Gibt es schon Signale aus Brüssel? Das ist auch der Grund, warum der Bundeskanzler heute nicht da sein kann. Er ist in Brüssel und verhandelt im Interesse der österreichischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Es geht in die richtige Richtung, aber es sind noch einige Schritte zu gehen. Herr Blümel, Sie werden so einen entspannten Opernball nicht mehr erleben, glaube ich. Nächstes Jahr um die Zeit, wenn Sie wieder stehen sollten. Sind Sie schon Papa? Ist das Zimmer schon ausgemalt? Nein, das Zimmer ist noch nicht ausgemalt. Es ist alles ein bisschen eng gerade. Der errechnete Tag der Geburt ist brisanterweise der Tag der Budgetrede. Also ich weiß nicht, wie sich das genau dann ausgehen wird. Ich glaube, die Republik wird dann sagen, machen wir es einen Tag später, damit das Kind den Papa dabei hat. Die Rede oder die Geburt? Die Rede. Liebe Grüße an die Mutter, an die Werdende und an den jungen neuen Erdenbürger. Dankeschön, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Dankeschön. Und bei mir ist die Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Ulrike Lunacek. Schönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Ich habe Sie gestern schon in der Oper gesehen, Sie haben sich aber nicht im Tag vertan. Sie haben sich was anderes angeschaut. Nein, ich wollte mir anschauen, wie das funktioniert, wenn das alles umgebaut wird. Ich kenne die Oper als Opernbesucherin, aber dass dann die ganzen Stühle, Sesseln alle entfernt werden und wie das dann funktioniert, das Parkett, dass das alles eines ist. Die Opern, die Bühnenlogen, die gibt es ja sonst auch nicht. Also ich war fasziniert, ja, was da alles in 2 Tagen von 500 Leuten auf die Beine gestellt wird, das ist wirklich großartig. Und das wollte ich einfach sehen und denen auch zu danken dafür, was sie da leisten. Das wird wir alle hier heute auch uns vergnügen können. In kürzester Zeit passiert es dann immer, das stimmt. Kunst hat ja immer schon mehr gekonnt als unter Anführungszeichen nur als reine Unterhaltung dienen. Was sollte denn Kunst in der heutigen Zeit? Wie weit darf Kunst gehen? Also das stimmt, Kunst und Kultur ist vieles, was einfach unterhält. Aber auch schon in der Geschichte, es waren die großen Komponisten, aber auch die großen Schriftsteller, haben alle auch schon grenzüberschreitend gearbeitet. Die waren in vielen anderen Ländern, der Goethe in Italien, Mozart ebenfalls. Das heißt, das, was wir heute in Europa erleben, dieses grenzüberschreitend auch Kultur erleben, die Vielfalt erleben in diesem Kontinent, aber auch in Österreich, das macht für mich ganz viel von Kunst und Kultur aus. Und es hat auch damit zu tun, dass Kunst und Kultur auch etwas ist, was zur Reflexion anregt. In Zeiten, wo sich viel verändert, so wie jetzt, Globalisierung, lauter Probleme gibt es überall, einfach auch Lösungsvorschläge zu bringen oder darüber nachzudenken, wie wir unser Leben gestalten, wie wir das miteinander gestalten. Das ist was Kunst und Kultur auch
oft bewirkt. Schöne Stichworte, was Verbindendes und was Miteinander gestalten. Vielen Dank. Sie hat vorhin schon angekündigt zu mir, sie will heute noch tanzen. Sie wird diesen Ball nicht ohne Tanz verlassen. Viel Glück dabei. Ich schaue mir das dann an. Und sehr schönes Kleid. Dankeschön, Ulrike Lunacek. Dankeschön. Bei mir steht jetzt jemand, der bald kulturell und beruflich Grenzen überschreiten wird, nämlich jene nach Italien. Der Hausherr Dominik Meyer wird ja diese Saison die Wiener Staatsoper verlassen am Ende der Saison und nach Mailand an die Scala gehen. Dominik Meyer, es ist Ihr 10. und damit letzter Ball. Genießen Sie den Rummel oder sind Sie auch ganz froh, wenn Sie es dann mal geschafft haben? Nein, also natürlich finde ich es eine schöne Veranstaltung. Wir haben viel gearbeitet, sodass unsere Besucher glücklich sind und wir wollen auch uns darüber freuen, natürlich. Die Wiener haben den Opernball ja leider nicht erfunden, sondern das ist eine Tradition, die im 18. Jahrhundert eigentlich von den Franzosen übernommen wurde. Die ersten Wiener Hofopern-Soireen waren inspiriert von der Pariser Opera. Werden Sie diese Tradition jetzt nach Mailand exportieren? Sicherlich nicht, weil ich denke, das ist eine Tradition, die Wien gehört. Und ich finde, es ist immer absurd, wenn man ein Opernhaus nicht wahrnimmt. Seine Existenz, seine Persönlichkeit. Ich habe viel Respekt für die Wiener Oper, deswegen habe ich den Ball so gut wie möglich gemacht. Auch wenn ich am Anfang keine Ahnung hatte, habe ich auch Respekt für die Mailänder Scala. Ich würde sicherlich nicht etwas künstlich dort bringen, weil man braucht Wurzeln, um so etwas zu machen. Und das würde ich nie schaffen. Ihnen, Herr Direktor Meyer, war es besonders wichtig, dass das Wiener Staatsopernorchester am Opernball spielt. Warum denn? Ja, weil es ist doch ein... Der ORF überträgt die ganze Veranstaltung, so viele Stunden. Es ist immer eine der höchsten Anwesenheit von Zuschauern am Fernsehen. Und am Tag, wo wir uns präsentieren, müssen wir doch unser Schmuckstück haben. Und unser Herz hier schlägt im Graben, wie man weiß. Heute gibt es keinen Graben, aber ich wollte unbedingt, dass das Staatsopernorchester dabei ist. Und mittlerweile sind Sie sehr glücklich, da immer mitzuwirken. Vielen Dank, Direktor Meyer. Sie müssen jetzt zum Künstlerempfang eilen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Und bei mir jetzt eines der Debütantenpaare, Sophie Grau und Iris Klopfer. Herzliche Gratulation, es ist vollbracht. Erleichtert? Dankeschön. Ja, schon. Aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wunderbar. Ja, 144 Debütantenpaare, da ist ganz schön was los. Wie orientiert man sich? Kennt man das Paar vor sich und hinter sich oder wie funktioniert das genau? Ja, mittlerweile sind wir Best Friends, also die sind voll cool um uns rum. Richtig cool. Man hört es kaum, aber ihr kommt aus Deutschland. Ja. 144 Paare aus 11 Nationen sind mit dabei und jedes Jahr wollen ganz viele junge Menschen den Opernball eröffnen. Was ist denn der Reiz, als junger Mensch hier mit dabei zu sein? Weil viele sagen, kann was Altmodisches haben, ist sehr traditionell. Was war für euch das Spannende? Also ich persönlich gehe übelst gerne auf Bälle. Also ich war letztes Jahr bestimmt auf 5 und es ist einfach so ein Wahnsinns-Flair. Und der Opernball ist halt einfach der Ball der Bälle der heutigen Zeit, so ein Traumball irgendwie. Und die Kulisse, sieht man ja, ist der Wahnsinn. Also von dem her ist es einfach richtig schön. Da freut man sich einfach drauf, ja. Ja, also zu Live-Musik tanzen, ich war jetzt nur halt auf so vielen Bällen. Aber es ist einfach was Besonderes und ich hatte schon mal die Ehre, in der Wiener Oper tatsächlich eine Vorstellung zu besuchen und man läuft rein und es ist so groß, also es ist nicht wirklich zu übertreffen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Die erste Hürde ist vollbracht, jetzt kann man es genießen. Dankeschön und gratuliere. Nach wie vor eine der schönsten Schauspielerinnen Europas, aber darauf kann man sie wirklich nicht reduzieren. Spricht auch perfekt Deutsch. Guten Abend, Donella Muti. Guten Abend, aber ich spreche nicht perfekt Deutsch. Guten Abend, Herr Lupp. Guten Abend, sie spricht perfekt Deutsch. Gut. Zu wenig, sagt sie immer wieder. Herr Lugner, Sie sprechen ja sehr gut Deutsch. Also, ja, Deutsch kann ich. Muss man wirklich sagen. Aber das Einzige, was... Frau Mutti, erster Eindruck vom Opernball. Es ist so schön, es ist wirklich ein Zauber, ein Märchen. Und ich habe Gänsehaut gehabt, weil es ist alles so schön und so lustig und die alle genießen das. Und das ist wirklich, I think, the spirit of... Das ist yes. Der Geist und das Geheimnis. Ornella Muti, Sie sind eine der schönsten Schauspielerinnen Europas. Sie sagen auch, dass Sie nicht vom Meer weg können. Wie lange schaffen Sie es ohne Meer wirklich? Ich lebe eigentlich nicht ans Meer, aber eine Stunde vom Meer. Weil I'm a Pisces, I'm a fish. So for me,
Das Meer ist Freedom, ist Peace, ist Dream. Ist Freiheit, Träume, es macht nichts. Das alles, das ist ein Wiener Walzer, den werden Sie vielleicht noch tanzen mit dem Herrn Lugner? Vielleicht. Ich möchte ein bisschen mich in einen Tanz verlieren, aber... Vanella, wir haben das gewusst, aber wir haben für Sie hier ein Blumenmeer hereingebracht in diesen Saal. Ein Meer aus Blumen, dass Sie sich wohlfühlen. Das hat funktioniert, oder? Ja, sehr. Herr Lugner, es war die Tour de Farce, die Katastrophe für Sie. Aber beim dritten Mal hat es dann geklappt. Es ist dann so zufrieden, gell? Ich war ja immer schon die erste Wahl, aber ich hatte einen Vertrag mit der Vinci Bon und deswegen habe ich nicht zurück können. Mir wurde sie von Hermann Bühlbecker, das ist der größte deutsche Schokoladefabrikant, empfohlen, der mit ihr befreundet ist. Und nachdem das alles schiefgegangen ist, dann konnte ich sie nehmen, weil der Vertrag das nicht erfüllt werden konnte. Passen Sie gut auf die Vermutung, darf ich vermuten, das ist auch österreichisch. Es war mehr als eine Freude, Sie kennengelernt haben zu dürfen. Dankeschön. Ich glaube, jetzt wäre ich rot. Hier bei mir zu Gast zu meiner Rechten Nina Polakova, erste Solotänzerin der Ballettkompanie Eno Peci, der Choreograf des heurigen Eröffnungswalzers. Und zu meiner Linken Manuel Le Gris, der Ballettdirektor, der uns, wie ich aus den Zeitungen erfahren habe, ebenfalls nach Mailand verlassen wird. So, you are going to follow your director, Dominic Mayer, to the Scala, but you danced for us tonight. So, how did you feel dancing in this ambient, this special night? Wie hat er sich gefühlt, dass er heute für uns getanzt hat? It's such a special evening, really. Also, I did the opening ball, like for me when I took the direction, and I do the last one before I leave to Milan, also with Dominic Meyer. So it was full of emotion, and I have the chance also to be on stage with all the dancers. So it means a lot for me, and also to have the possibility to do the choreography from Eno Peci, which is also dancer in the company, and it was such a special time. So it's a very moving moment, I think. Für Manuel Le Gris war es heute ein sehr, sehr bewegender Abend, denn für ihn schließt sich sozusagen eine Klammer. Er hat 2011 auf diesem Podium getanzt zum Beginn seiner Amtszeit und jetzt 2020 hat er sich mit einem Abschiedsgeschenk an die Wienerinnen und Wiener und die Österreicherinnen verabschiedet und wird mit Dominic Meyer nach Mailand an die Scala wechseln. Nina Polakova, Ihnen stelle ich eine typisch weibliche Frage, ich hoffe, Sie verzeihen, aber Sie als prima Ballerina sind ja Schuhsorgen gewohnt. Sie tanzen so viel auf Spitzenschuhen, denken Sie, haben Sie denn eine andere Schmerztoleranz als wir normalsterblichen Tänzerinnen? Halten Sie länger durch in High Heels? Guten Abend, leider das kann ich nicht vergleichen, weil ich nur in meine Haut stecke. Aber ich werde trotzdem auch die Ballerinas heute nutzen können, weil ich morgen sehr schwere Probe und am Samstag schwere Vorstellung habe. So, ich werde sie genauso nutzen wie auch die anderen Gäste. Ich hoffe, Sie werden heute noch wunderschön tanzen auf diesem tollen Parkett in dieser schönen Stimmung. Eno Peci, Sie haben den Abendblätterwalzer choreografiert von Jacques Offenbach. Offenbach war ja da in so einer gewissen Konkurrenzsituation zu Johann Strauss, der vom selben Ball, Concordia Ball war, das damals die Morgenblätter vertont hat. Was würden Sie sich denn wünschen, dass die Morgenblätter, also die Zeitungen morgen, über Ihre heutige Choreografie schreiben sollen? Ja, also wie Sie gesagt haben, es gibt Morgenblätter, dann habe ich gedacht, okay, ich habe ein bisschen recherchiert und habe ich diesen Walzer gefunden, Appenblätter, habe ich gesagt, ja okay, das passt genau für den Open Ball, Appenblätter, Open Ball ist am Abend und ja, den habe ich dann ausgesucht. Sehr gut, auf einen wunderschönen Tanzabend. Bei mir jetzt Schauspielerin Stefanie Reinsberger, die hier von oben das bunte Treiben sich anschaut. Ich habe sie aber vorhin auch schon auf der Tanzfläche gesehen. Ja, tatsächlich gleich ganz schnell am Anfang, weil es noch so halb voll war und tatsächlich meine Begleitung nicht letztes Jahr verpasst haben zu tanzen und gar nicht getanzt haben. Am Open Ball gar nicht getanzt. Ja, absurd, aber dieses Jahr, jetzt haben wir es schon erledigt, jetzt können wir entspannen. Im Dezember konnte man sie bewundern, als Maria Theresia im dritten und im vierten Teil des Historienmelodrams die Herrscherin verkörpert. Sehen Sie Parallelen zu heute? Ich kann das tatsächlich total nachvollziehen und verstehen, wie so eine Frau alleine in so einer Wahnsinns-Männerwelt kämpft und sich beweisen muss. Und es ist eher traurig, dass ich das Gefühl habe, so viel hat sich leider immer noch nicht verändert und wir müssen da wirklich dranbleiben. Sehr viel beschäftigt. Morgen schon wieder in Berlin, Berliner Ensemble auf der Bühne zu sehen. Wann geht der Flug? Tatsächlich erst um 12.
ja, ist okay. Aber der Opernball muss trotzdem was Besonderes haben, wenn man sich das einen Tag vor der Vorstellung noch nicht antut, aber wenn man unbedingt den Opernball besuchen will. Was hat der Opernball für Sie? Welchen Charme? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich stand jetzt heute so während der Eröffnung und dachte, das ist doch wirklich so toll, wie viele internationale Künstler hier in dieser Staatsoper gerade sind und ihrer Profession nachgehen und uns damit beglücken und aus wie vielen Welten hier Leute anreisen, um zusammen zu sein. Und dachte, man zelebriert das jetzt hier so im Kleinen und es wäre richtig schön und wichtig, wenn wir das noch mehr nach außen auch leben können. Und es ist einfach, Wien, glaube ich, hat diese Art, sich zu feiern und Kunst zu feiern und seine Künstler zu feiern, wie, glaube ich, kaum ein anderes Land. Und es ist einfach irgendwie sehr berührend. Danke fürs Gespräch und viel Erfolg morgen Abend. Stefanie Reinsberger. Neben mir die berühmte Regisseurin Caroline Pinkus und ihr Ehemann Cornelius Oponia. Guten Abend. Freut mich sehr. Die Opernspatzen pfeifen es vom Dach. Es gibt wieder etwas Opernartiges nach dem großen Erfolg Zauberflöte in St. Margarethen. Auf einer Skala. Wie ist dieses Gerücht wirklich zu bewerten? Nein, es könnte sein, wir sind gerade in Gesprächen mit Direktor Dominik Meyer, der an die Skala geht und uns sie übernimmt. Und wir werden sehen, was draus wird. Das sind noch ungelegte Eier, wie man so schön sagt, aber es sieht gut aus und wir würden uns sehr freuen. Aber ein berühmtes Ei in der letzten Zeit, wir haben es überall gelesen, ist wirklich gut ausgebrütet worden. Ein Riesenfilm über Beethoven, du spielst den Bruder. Mit einem wahnsinnig tollen Bruder auf deiner Seite. Wer war der Bruder? Das ist mein Nachfolger als Jedermann, Tobias Moretti, was ich sehr gerne hatte. Wir haben gut miteinander gespielt. Wir kannten uns natürlich auch schon von früher. Aber das ist immer sehr, sehr gut und hat sehr viel Spaß gemacht, wenn einmal zwei Jedermänner vor der Kamera sind. Caroline, du hast ein Treatment abgegeben für einen neuen großen Film. Wie schaut's aus? Wird das was? Ich denke schon, ja. Ist das auch ein Film, wo Moderatoren vorkommen? Nein, bis jetzt noch nicht, aber du könntest dich noch ins Zeug legen. Wer mich wirklich bemühen. Mit dir reden. Welche Oper schwebt euch denn vor für die Skala? Gibt es bei euch schon eine Idee dafür? Da ist die Liste so lang, weil das wirklich noch Gespräche sind mit Dominik Meyer, die tatsächlich so sind. Da müssen wir ein bisschen schauen, wie seine Programmatik aussieht. Und das möchte ich auch noch nicht verraten. Ich kann euch aber gerne noch einmal vorstellen, vielleicht redet heute mit ihm. Er ist sehr aufgelegt heute, sehr gut aufgelegt. Vielmals, danke vielmals. Sehen Sie, und so funktioniert das Geschäft. Das passiert auch am Opernball. Die Stars der heurigen Eröffnungszeremonie sind hier bei mir zu Gast. Aida Garifullina, schönen Abend. Piotr Beczauber, zum zweiten Mal heute habe ich schon das Vergnügen. Frau Garifullina, mit diesem Namen kann man wahrscheinlich nur Sängerin werden. Sie haben heute eine Kostprobe gegeben auf eine Produktion, auf die wir uns schon sehr freuen. Im Juni 2020 singen Sie die ganze Traviata, nicht nur diese eine fulminante Arie. Sie sind auf Instagram und Social Media sehr aktiv. Sehen Sie sich im positiven Sinn als Klassik-Influencerin? Ich hoffe so. Natürlich freue ich mich immer, wenn die neuen Fans zu mir kommen und die sagen, vielen Dank, wir waren nie in der Oper, wir haben nie klassische Musik gehört, aber jetzt lieben wir die Oper und das hilft. Ich glaube, das macht die Tür offen, mehrere Türen und größeres Publikum. Für Sie wurde 2015 hier an diesem Ort schon eine große Tür geöffnet. Kurz nachdem Sie Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper geworden sind, haben Sie schon einmal die Eröffnung gesungen. Damals waren Sie sehr nervös, haben Sie einmal gesagt. Heute, beziehungsweise vorgestern, sind Sie kurzfristig aus Moskau angereist. Waren Sie heuer schon ein bisschen cooler? Ich glaube, man kann nie ganz ruhig sein. Das ist natürlich eine große Sache. Das ist ein schönes Feier. So viele Menschen kommen, sie bereiten sich vor für das Feier, für den Ball. Und ich würde vielleicht lügen, wenn ich sage, dass ich ganz cool war. Nein, man ist trotzdem ein bisschen nervös, natürlich. Herzliche Gratulation zu dem tollen Auftritt. Ich konnte trotzdem es ein bisschen genießen. Wir haben Sie jedenfalls sehr genossen. Herr Kammersäger, Piotr Beczauber, die Anfänge von Ihnen in Linz waren ja gar nicht so leicht. Sie haben auch einmal gesagt, Sie mussten damals das letzte Geld zusammenkratzen, um noch zu Vorsingen fahren zu können. Mittlerweile gelten Sie als einer der Star-Tenöre international. Können Sie noch unerkannt durch Wien gehen? In Wien ist das schwierig, weil es ist schon eine sehr musikalische Stadt. Und wenn man hier an der Oper viel singt und der Kammersänger wird, wird man schon oft angesprochen. Aber ich kann immer noch Ecken finden, wo man mich nicht erkennt. Und da kann ich in aller Ruhe meine
ich weiß es nicht, Mittagessen essen oder was auch immer. Eine Nummer der Eröffnung war ja von Emmerich Kallmann aus der Tschadasch-Fürstin Tanzen möchte ich. Mit wem tanzen Sie denn heute noch? Na, ich tanze mit meiner Frau, wenn ich sie finde in dem ganzen Trübel. Das wird dauern. Ich tanze mit Aida vielleicht ein Tänzchen, haben wir schon einmal gemacht, aber vielleicht ein anderer Tanz. Das werden sich schon jemand, also ein paar schöne Damen, Kolleginnen finden. Ich habe schon zwei Tänze versprochen, deswegen mache ich sehr gerne. Also wenn jemand Frau Betschauer findet, bitte melden. Aber kein Linkswalzer. Ausgenommen Linkswalzer. Jetzt kommt eine Zuspielung, meine Damen und Herren. Und zwar nicht nur hier tummeln sich tolle Kleider. Wir werden Ihnen jetzt noch Supermode für zu Hause präsentieren. Unser nächster Gast repräsentiert Klasse, Schick, Eleganz. Hanni Wanicek, die Wienerinnen werden Sie kennen, 300 Jahre gerade das große Fest, Geburtstag der schwäbischen Jungfrau. Wenn ich sage, alles Gute, dann wäre das unverschämt. Aber Sie sind auch eine Zeitzeugin. Sie waren beim ersten Opernball nach dem Neuaufbau der Oper, das war 1957. Absolut, das war ein wunderbarer Ball. Ich war im selbstgeschneiderten Kleid, weil natürlich mein Budget ein bisschen klein war, aber ich hatte Glacé-Lederhandschuhe über den Ellbogen. Die Großmama sagt, das ist notwendig. Die hat man mir angemessen. Es war ein Traum. Man sagt auch immer wieder, dass Sie alle möglichen Kundschaften haben, über welche Sie auch gekrönte Häupter zu Ihren Fans zählen dürfen, die oft nach Wien zu Ihnen geflogen sind. Wir freuen uns sehr, dass wir alle bedienen dürfen und dass unser Ruf weltweit ist. Aber ich möchte dazu sagen, wir bedienen alle mit gleicher Liebe. Jene, die 40 Leute Personal haben und jene, die die Wäsche selber waschen müssen. Für uns ist es wichtig, dass wir Qualität verkaufen, Service verkaufen und ehrlich dabei sind. Der Opernball, habe ich gelesen, ist für Sie etwas Klassisches. Was ist denn noch unbedingt Klasse? Was muss ein Mann, was muss eine Frau haben, um wirklich Klasse zu haben auch? Ein schönes Taschentuch. Ja, da, ein Monogramm vielleicht. Da treffen Sie mich völlig am falschen Ufer, weil ich habe natürlich überhaupt keinen. Ich habe eins mitgebracht. Ich habe mir erlaubt, in eins zu sticken mit dem Monogramm. Und ich finde, das ist eine Sache, die man mitnehmen soll für freudige Augenblicke. Darum war es mir auch eine Freude, heuer da als 300 Jahre alte schwäbische Jungfrau das zu spendieren. Ich sage Ihnen was, 300 Jahre, man sieht Ihnen kein Jahr an. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Und beim nächsten 300 treffen wir uns wieder. Mein Lieber, absolut. Ich werde 102, ich habe noch ein bisschen vor mir und ich wünsche dir viel Freude mit dem Taschentuch. Mit vor allem Freude auch mit der schwäbischen Jungfrau, die lange hier ist und die gerne hier arbeitet und stolz ist, dass sie 300 Jahre alt ist. Dankeschön. Ich bin wirklich, danke, jetzt weiß ich, warum er so ein Dirkel braucht. Dankeschön, Frau Wanicek. Ich bin wirklich gerührt, war das die Brille. Es war mir einfach viel. Mir auch. Dankeschön. Alter Freund. Sie treffen mich am falschen Ufer. Das ist ein schöner Satz von Alfons Haider. Und das ist Mr. Red Horn, Nils Landgren. Auch wird er wohl Mr. Red Horn genannt. Was glaubst du? Hast du eine Vermutung? Ja, ich glaube es auch. Ein schwedischer Jazzmusiker, Piotr Betschauer und Aida Garifolina. André Comploy, auch er verlässt Wien, der Pressechef, um mit Dominique Meyer an der Mailänder Skala zu arbeiten. Alexander Vrabetz beobachtet die Szene kurz links wild gesehen. Und Nils Landgren, die schwedische Jazzlegende, wird ja heute noch mit Maria Großbauer auftreten. Die wird ja zum Abschied, na schau, das ist ein sogenannter Lamour-Hatscher, den man dazu tanzt, fast zu beherzt. Könnte man auch lamouriger machen. Das ist ein schönes Bild. Ja, der Fröhlich-Orchester, Mittelloge mit den Künstlerinnen und Künstler der Eröffnung. Das ist ein bisschen trauriges Lied, aber das Bernd Fröhlich Orchester macht's wieder gut. Ja.
Aber warum tanzen diese Herrschaften nicht? Das ist doch. Ich glaube, man ist gerührt, man schaut. Man schaut, oder vielleicht sind die auch nicht, oder die sind auf dem Tanzparkett. Oder Nils Landgren mit seiner Frau hat er der Eröffnung beigewohnt. Und jetzt spielt er im großen Saal auf. Ja, wir haben hier einige sind unseren Aufrufen und Bilder gefolgt. Das muss ich sofort sagen, ist meine Tochter, meine Frau, eine Freundin der Familie mit einer Schwedenbombenorgie. Und das ist etwas schwierig, weil das kostet ein Vermögen. Ja. Ja, die futtert unsere Gage auf. Ich wusste, dass du Schwedenbomben zu Hause hast, aber Bücher hast du auch zu Hause. Das ist, ist das Cordula. Aus Chelsea. Chelsea in London. Und was macht sie? Sie isst Kerzen. Nein, sie isst einen, wie heißen die? Eine Seife ist das. Sie isst eine Seife. Seife. Cordula. Wo sind sie da? In Würzburg, ja, man schon vom anderen Ende der Welt. Von Stuttgart sind Leute da. Von Würzburg aus schaut man uns zu. Ein halsbrecherisches Selfie von Sonjasch. Den Hals vertritt hier. Ein Logenplatz für Onkel Hans. Er heißt Nicole. Ich glaube, er heißt Nicole und hat eine Flasche Shampoos und einige sehr schöne Brötchen und liegt unter dem Couchtisch. Sehr schön. 99 Jahre alt ist diese Dame, die auch noch zuschaut. Das finde ich großartig. Das ist die 99-jährige Nachbarin, die lässt sich den Opernball auch nicht entgehen. Und auch ein guter Shampoos. Ja, also danke für diese zahllosen Bilder. Wir ertrinken ja irgendwie in Instagrammeln aller Art. Sehr schön, diese Bilder, die Sie uns von zu Hause geschickt haben. Aber schauen wir doch ein bisschen, was so im Hause alles los ist. Ich glaube, ja, ganz oben die Disco. In der Mitte ist die Wolfsschlucht. Moment einmal, in der Disco, da herrscht noch die Ruhe vor dem Flashmob, glaube ich. Nein, da geht es auch schon ziemlich an. Nein, das ist ganz anders los. Christoph Sandner wird ja da. Zwergentanz. Vogeltanz. Christoph Sandner wird da um Mitternacht den Flashmob besichtigen. Ja, und das ist die Unverkennbar, die steirische Streich geigt hier auf. Mit tollen Tierköpfen an der Wand. Etwas zu viel Polyphonium verwendet. Gepflegte Volksmusik, schon ein bisschen abgeschrammt, dieser Kontrabass. Da gestrüppt, das ist die Opernballblumen vom vergangenen Jahr, sie haben schon ein bisschen gelitten. Ja, und das darunter, das muss dann wohl der Marmorsaal sein. Orchester Wolfgang Stäubel, das Salonorchester. Auch von Agnes Hasum diese Dekorationen im Hintergrund. Da haben wir gerade das Ende erlebt, schon ein Erwin Pröll-Double. Das scheint mir aber nicht. Es ist der Marmorsaal. Kaum zu erkennen, das muss ich ehrlich sagen. Der getarnte Marmorsaal. Und Miriam, Marmorsaal. Ja, ich bin im Marmorsaal. Gerade noch das Salonorchester am Spielen, wird auch gleich wieder loslegen. Und bei mir jetzt Alexandra Meisnitzer, die, und ich konnte es gerade kaum glauben, wirklich zum ersten Mal am Opernball ist. Ja, schon. Also man muss. Bei mir, so wie es bei mir ist, Mitte 40 werden, damit man mal zum Opernball kommt. Und für mich ist es schon was Besonderes. Gell? Ja, schauen wir wieder, es sind viele da, die das schon öfters gesehen haben, aber es ist schon speziell. Was ist speziell für dich? Ja, von Sekunde 1 an aber nur beeindruckend. Zuerst einmal die Oper, wenn du von draußen reingehst, dann natürlich die Menge an Menschen. Ich nicht mehr, ich glaube, dass das Ganze so groß ist. Also ich habe heute schon dreimal verlaufen und vor allem natürlich dann schon die Eröffnung. Weißt du, es ist ja normal, nur vom Fernseher siehst oder von dem her kennst und das ist schon cool. Ja, also zu Recht. Also das war auch eine wunderschöne Eröffnung. Wie lange haben die Vorbereitungen gedauert? Kleid, Make-up, wann hat dein Tag begonnen? Na gut, eigentlich um 10 Uhr Vormittag. Also ich habe mich schon um 10 Uhr Vormittag in Salzburg herrichten lassen, aber es geht allweil halbwegs. Und ja, es ist natürlich schon, ich bin aufgeregt. Gell? Das glaubt man zwar nicht, aber ich habe schon ein bisschen was gesehen, aber der Opernball, es ist schon ein Stück Tradition. Und ich finde es schön, wenn sich jemand dann noch so freut, weil es ist was Besonderes und einmalig. Jetzt ja da, also du machst es ja jedes Jahr, aber ich bin schon für ganz viele, die das erste Mal mit dabei sind, so mit gesehen, bin ich auch ein bisschen eine Debütantin, gell? Es ist schon nice, hat schon was. Du warst ja auch einmal Polizistin, hast du deinen Ausweis noch? Der könnte heute Nacht hilfreich sein. Nein, ich hoffe schon, dass ich ihn nicht mehr brauche. Aber ja, gut, ich habe es auch nicht weit zum Hotel, also so gesehen bin ich safe. Aber ich denke mal, bis du alle Bars durch hast, oder ist das ganze Programm, das es da gibt, dann kommst du bis 5 in der Früh nicht durch. Ich führe dich nachher ein bisschen rum, das machen wir nachher noch gemeinsam. Ich zeige dir jede einzelne Bar im Haus. Alexandra Meisnitzer, meine Saufkumpanin heute Nacht.
Wir beginnen dieses Interview ganz unkonventionell, versteckt hinter einem Fächer. Aber wir lassen jetzt nicht nur die Augen der Königin der Nacht strahlen, sondern wir wollen natürlich auch den Künstler dazu zeigen. Hubert Schmalix, ein, wie soll man sagen, Exil-Österreicher, der mittlerweile in Los Angeles lebt. Ein österreichischer Künstler, der diesen tollen Entwurf für Fächer und Plakat gemacht hat. Was hat Sie denn dazu inspiriert? Naja, das ganze Thema des Opernballs, ja, die Königin der Nacht, die Farbe und... Das war ganz, ein ganz besonderer Auftrag für mich, also für so eine wichtige Institution wie den Opernball etwas zu machen. Inspiriert von der Königin der Nacht, eine Figur aus Mozarts Zauberflöte, haben Sie sich da auch verschiedene Aufnahmen angehört? Haben Sie die Musik dazu genossen? Die Musik kenne ich natürlich aus meiner Kindheit und das weiß man, wie das klingt und ich war immer begeistert von der Musik. Mozart. Und wenn man sich dann hinsetzt und etwas dafür machen kann, bildnerisch das umsetzen kann, dann ist es eine ganz besondere Aufgabe. Dominant sind die Augen der Königin der Nacht. Haben Sie dabei vielleicht auch an die Kommunikation durch den Fächer von früher gedacht, als jede Hand- und Fächerhaltung ja etwas Bestimmtes bedeutet hat? Naja, so gut weiß ich nicht Bescheid, was die Bedeutungen aussagen sollen. Aber ich war heute im Kindermuseum in Schönbrunn und dort hat man, dort sieht man, was all diese Bedeutungen sagen sollen. Was heißen jetzt Ihre? Also ich glaube, wenn wir den Fächer jetzt wieder heben, heißt das, das Interview ist beendet und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Danke. Neben mir Kammerschauspielerin Maria Happel, guten Abend, Servus. Heute noch als Piaf hier zu sehen mit einem ganz berühmten Lied. Mit mehreren berühmten Liedern. Schönsten habe ich nie was bereut? Ja, Non je ne regretterie, natürlich. Zählt das auch für dich? Ja, natürlich. Also, ja, heute Abend auf jeden Fall. Ich habe es nicht bereut, hierher gekommen zu sein. Du bist auch eine wunderbare Moderationskollegin. Du hast wirklich mit Barbara Rös zum ersten Mal die Opernredoute in Graz moderiert. Das ist ein anstrengender Job auch, live nämlich im Haus. Wo bist du denn lieber, hier als Gast oder als arbeitender Moderator in Graz? Ach, das kann man gar nicht so sagen. Natürlich genießt man es immer, Gast zu sein, ja, aber es hat mir einen großen Spaß gemacht. Und es ist so, dass die Leute immer an Fehler erinnern. Ich habe heute zum Beispiel einen Jahrhundertversprecher gemacht bei der Hanne Wanicek, wollte ich sagen, sie haben mich am falschen Fuß erwischt und sagt natürlich, sie haben mich am falschen Ufer erwischt. Und das ist ein Jahrhundertversprecher. Ja, das wird wohl in die Genitalien eingehen. Ich glaube, du wirst bald den Opernball mitmoderieren. Danke, mein Schatz. Wünsche dir noch einen. Wir haben jetzt noch eine wunderbare Reise für Sie. Das siehst du nicht, aber du kannst es hier erleben. Unsere kulinarische Reise durch den Ball der Bälle. Danke noch einmal. Was da getrunken und gegessen wird, meine Damen und Herren. Ja, willkommen in unserem kleinen Reich, das im Moment reich ist an Ballspenden. Ja, Karit, du hast zum Beispiel schon diese vielfach verwendbaren Opernball-Herrensocken. Ganz was Tolles. Mhm. Glückliche Socken. Mhm. Happy Socks. Dazu vielleicht passend eine Seife mit Ohren, mit Föhrenaroma. Maria Großbauer hat bei der Pressekonferenz gesagt, vielleicht für die Füße nach den Socken. Also besser kann man es, glaube ich, nicht. Dann gibt es wieder dieses wunderschöne Buch hier. Lois Lammerhuber, den 10. Ziegel in der 10. Saison von Dominik Meyer mit sehr inspirierenden Fotos da drinnen vom Leben in der Wiener Staatsoper. Also das waren einige der Herrenspenden. Bitteschön, es gibt natürlich auch Krönchen für die Handgelenke wieder. Die
die, wie heißt das, Manschettenknöpfe heißt das, für die Herren. Was bekommen die Damen, ach Gott, das habe ich, hätte ich ja vorher aufmachen können, was bekommen die Damen von Swarovski? Ein Armband zeitlos elegant. Zeitlos. Genau wie wir. Ja, aber hast du auch einen dezenten Magnetverschluss? Ja. Okay. Gut. Zuckerbrot. Zuckerbrot plus unbedingt. Feigen. Zuckerbrot, das ist die Speise, die Papageno von der Königin der Nacht bekommt. Ich würde sagen, die Peitschenwitze. Die sparen wir. Die waren zu schwach. Ja, nein, die Peitschenwitze. So die Peitschenwitze haben wir gestrichen. Was wir nicht gestrichen haben, ist dieser wunderschöne Fächer und dazu passend das Opernball-Programmheft, alles gestaltet von Hubert Schmalix. Er hat sich tief in den Purple-Topf gegriffen, hat sich inspirieren lassen von Mozarts berühmter Oper Die Zahnradflöte. Ja, es ist mir so Wimperntierchen beim Liebesspiel, finde ich ein bisschen. Ja, und hier zum guten Ende haben wir Feinstoffliches. Was hast du da? Ich habe ein Stecktuch, ein wunderbares Stecktuch. Manche wünschen sich vielleicht ein Scheckbuch am heutigen Abend. Von Gino Venturini. Und eine Frackmasche. Ja, ganz, ganz was. Ja, und Schönes. Bitteschön. Und wir haben Hanni Vanicek ja schon im Interview erlebt. Dieses wunderschöne Spitzentaschentuch zur Feier von 300 Jahre schwäbische Jungfrau. Also 300 Jahre Jungfrau muss einfach gefeiert werden, meine Damen und Herren. Und das waren jetzt nur ein paar Spritzer von diesem unglaublich reichen Spendenregen. Regen. Naja, jetzt schauen wir mal wieder, wen die Theresa vor dem Mikrofon hat. Im großen Ballsaal oder wo ist sie? Auf der Feststiege. Ich habe einen der Helden des Abends hier vor dem Mikrofon, nämlich James Conlon, US-amerikanischer Dirigent, der sehr kurzfristig heute für Daniel Harding beim Dirigat der Eröffnung eingesprungen ist, der leider aus privaten Gründen absagen musste. Herr Conlon ist nicht nur ein Einspringer, sondern er kann auch noch sehr gut Deutsch. Herr Conlon, darf ich Sie fragen, was haben Sie heute eigentlich vorgehabt? Also ich sollte ein großes Abendessen mit meinen Freunden in Rom. Also ich bin zurzeit in Rom an der Oper zu dirigieren. Wir haben Premiere am Dienstag, muss die zweite Vorstellung morgen. So, ich bin ganz happy, diese zwei Abenden hier in Wien und so wunderbare, das Fantastische, habe ich nie vorgesehen, dass ich so das tue. Heute sicher ganz viele neue Freunde gewonnen, nicht nur in Rom, sondern auch in Wien. Was haben Sie denn gedacht, als das Telefon geläutet hat und die Wiener Staatsoper dran war, um Sie zu fragen, ob Sie nicht zufällig in zwei Tagen hier dirigieren wollen? Ich habe gedacht, ja, wenn ich kann das technisch tun, ist es normal bei uns, wenn ein Kollege ist krank und kann nicht kommen, dass wir machen das füreinander. Und natürlich, Dominique Meyer hat mich gebeten und man kann nicht Nein sagen zu einem Freund. Und für so eine ein fantastischer Moment, sowas, habe ich nie vorgestellt. Ja, so. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend gemeinsam mit Ihrer Ehefrau, die auch mitgekommen ist. Ich bin mir sicher, Sie werfen sich jetzt ins Gewühl und werden vermutlich auch tanzen, oder? Ja, ich fürchte, ja. Ja. So, ich habe mir hier eine ganz besondere Loge ausgesucht. Und zwar Barbara Mayer, Gastgeberin quasi der Loge. Ja, wo fange ich an? Lauter schöne Menschen hier. Katja Burkert, Silvi Mais, Franziska Knuppe, Ralf Möller, der gerade gesagt hat, wann durfte man hier rauchen und falls noch nie, dann fangen wir heute Abend an. Darf man nicht rauchen in Österreich? Versuch's, aber es könnte dein letzter Opernball sein. Dann höre ich natürlich sofort auf. Ich halte mich natürlich an die Gesetze von Österreich. Ärger mit dem Governor, of course. Es sieht so, draußen darfst du, es sieht so aus wie so ein bisschen die Gästeliste deiner Hochzeit fast schon. Ist das ein kleines Hochzeitsrevival hier? Ein kleines, ja. Aber ich finde es immer schön, weil uns jedes Jahr so viele Gäste besuchen, auch aus dem Ausland. Und alle so wahnsinnig begeistert von dem Wiener Opernball sind. Es ist einfach so ein Highlight, was es auf der Welt sonst nicht gibt. Es ist immer schön, dass so viele kommen und sich das anschauen. Seit Montag, glaube ich, wissen wir, dass ihr bald zu dritt seid. Du erwartest eine Babygratulation. Wie geht's dir? Sehr gut, tatsächlich. Also ich habe keinerlei Beschwerden, keine Übelkeit, keine Heißhungerattacken und bin auch immer noch fit mit hohen Schuhen. Also alles ganz gut, so wie man es sich wünscht. Bleibt auf jeden Fall mehr Champagner für die anderen heute Abend. Auch schöne Kette, ich habe gehört, es war schon mal so ein Vorweg-Baby-Geschenk. Normalerweise bekommt man die Geschenke erst, nachdem man das Baby bekommt, dann bekommst du schon mal vorweg eins.
Ja, ich glaube, das war auch das Geschenk für die nächsten Jahrzehnte, Geburtstag und Weihnachten. Also. Hat er gut gemacht. Katja Buckelt hat ein ganz besonderes Accessoire. Du trägst was ganz Schönes heute. Was ist denn passiert? Ja, mich hat es zerrissen beim Skifahren in Kitzbühel. Ich bin den ganzen Tag schwarze Pisten gefahren und am flachen Stück, da ist es passiert. Schulter gebrochen leider. Okay, bei den einfachen Strecken, dann passiert's. Ralf Möller, der Gladiator, wie hast du einen Frack gefunden, der dir passt? Also er wurde nach Maß gemacht. Ich habe meinen Freund Clemens Hallmann angerufen und er hat es natürlich dann mir wieder als Freund, wie gesagt, schneidern lassen. Und ich muss sagen, erstmals, das hat fast 60 Jahre gebraucht, dass ich hier gebraucht habe, endlich auf den Ball nach Wien zu kommen. Ich war schon oft in Wien, ich liebe Wien, bin großer Fan von Mrs. Weichselbaum. Miriam, habe ich doch gesagt, Miriam. Hannelore. Habe ich das gesagt, Miriam? Ihr wart alle Zeuge, ne? Dass ich Miriam gesagt habe. Warum Miriam allerdings nicht in Wien ist, sondern in London lebt, weiß ich auch nicht. Warum eigentlich? Schlau. Ganz kurz noch, ich will natürlich die Dame da drüben auch noch kurz befragen. Silvi Mais und Franziska Knuppe, so schöne Frauen will man herzeigen natürlich. Wie lange hat die Kleiderwahl gedauert? Man muss es natürlich fragen, weil ihr seid ein Hingucker, das muss man sich anschauen. Dankeschön. Also ja, natürlich, man hat ein paar Kleider zur Auswahl und ich habe mich entschieden für dieses Kleid. Einem, weil ich mag, dass es Gold ist, aber auch, dass es leicht ist und ja. Als Designerin, wie wichtig ist es drunter? Drunter ist auch wichtig. In diesem Fall ist es viel Tüll, was drunter ist. Aber weiter Klebeband. Klebeband, unser aller Helfer auf jeden Fall. Franziska, du bist heute aus Berlin angereist nach Wien, oder? Und ich bin jetzt ganz happy, dass ich dich verstehe, weil ich habe überhaupt nichts verstanden, was du dich mit den anderen unterhalten hast. Ja, ich bin heute angereist und ich bin ganz happy. Ich danke wirklich Barbara. Es ist ein so schöner Abend mit so tollen Menschen. Hier und hier. Deswegen ganz toll. Ich bedanke mich bei euch. Das ist eine der schönsten Logen des Balls. Das können wir einfach mal so festhalten. Schauen Sie sich um. Hallo. Also sehr viel mehr geht nicht. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Weitermachen, feiern und aufpassen, nicht mehr Skifahren gehen. Ich gehe wieder, Papa. Ein Gips für drüber und ein Klebeband für drunter. Also das hast du schon mal, Klebeband statt Unterwäsche. Das ist Nies Landgren und das ist Maria Großbauer. Sie ist in den Frack geschlüpft und wird sozusagen ihr Opernball-Abschiedskonzert geben. Nies Landgren, der da vorher schon ein Bad in der Menge genommen hat, ein hochdekorierter Jazzer. Was wird sie denn spielen? Das interessiert mich am In a Sentimental Mood, eine Nummer von Duke Ellington aus dem Jahre 1935. Für Fachleute ein bisschen ein Plagiat der 9 Jahre älteren Nummer Someone to Watch Over Me. So haben wir Maria Großbauer wirklich noch nicht gesehen und gehört. Da springt Nils Landgren ein. There's a somebody I'm longing to see. This is someone to watch over me. Aber Duke Ellington hat dieses Lied angeblich geschrieben, gespielt, um einen Streit zu schlichten. Dann erst niedergeschrieben, dann erst getextet. Ich glaube, dem Dirigent gefällt es recht gut. Ich glaube, der Dirigent ist Bernd Fröhlich. Dem muss es ja gefallen. Ist ja das Bernd Fröhlich. Da ist der Ehemann von Maria Großbauer. Andreas Großbauer, ehemaliger Philharmoniker. Der gerührt ist. Na gut, der wird das öfter erleben, dass die Maria Saxophon spielt. Ja, aber er weint nicht immer. Er weint nicht immer. Hat er geweint? Ja, okay. Er hat geweint. Er weint, das heißt, er weint noch immer. Ja, aber man sieht ihn nicht mehr. Er weint unsichtbar. Aber es ist ja auch wirklich ein rührender Moment, Ornella. Ornello, der Goldregen. Das ist ihr Manager, der Mann im Hintergrund. Ach so. Und links ist Jacqueline Lugner, die Tochter von Richard Lugner. Ja. Fächer in Aktion statt Feuerzeug. Und es haben sich einige Paare zum sentimentalen Abschieds-Lamour-Hatscher versammelt in a sentimental mood von Duke Ellington mit Maria Großbauer.
Blitzlichtgewitter. Mit zwei schönen Frauen. Ja, ist eine berühmte deutsche Moderatorin und Model. Ah doch. Ist das nicht dieselbe, die gerade gestanden ist? Die sitzt jetzt? Nein, ja, das war jetzt ein sehr interessanter Effekt. Zeitsturz. Nils. Nils Redhorn. In seiner Jugend hat er übrigens mit ABBA auch gespielt und aufgenommen, aber mittlerweile selber Chef einer Big Band, feiert der Jazzmusiker. Der sympathische Schwede. Ja. Interessantes Bild, das ich so noch nie beim Opernball gesehen habe. Alles steht und lauscht. Na, bei Max Rabe haben sie auch nicht getanzt, sondern haben ihn angeschaut. Purzel Klingohr und Frau, genau. Willi Zahnert. Inge Klingohr. Die wird schon des Öfteren gesehen. Man kann sie nicht oft genug sehen, die Inge. So ist es. Heißt sie nicht eigentlich Ingrid? Aber alles an Inge. Kann durchaus sein. Jetzt erkenne ich den Dienst gerade nicht, deswegen schweige ich lieber. Aber kein Frack, sondern eine Ausgehuniform. Monsieur Treichel schwingt das Glas. Spricht er da? Nicht mit seiner Frau, weil das ist eine gute Einstellung. Ja. Vielleicht werden wir die Bälle in zukünftigen Jahren überhaupt von Handys übertragen, spannend zu vielen Kameras, man weiß es nicht. Maria Großbauer, nicht nur Philharmonikertochter und Philharmonikergattin, Andreas gerührt, sondern auch selber Musikerin. Und ich glaube, es sind die letzten Töne. Nein. Ja. Das sind Zeitlupenaufnahmen, die mir besonders gut gefallen. Ja, und einer, der dieses Abschiedskonzert leider versäumt hat, ist Alfons Haider. Nils Landgren feiert Maria Großbauer. Thomas Anjan schaut auf die Armbanduhr zum Frack. Oh je. Ja, Alfons in der Disco, wo bist du? Armbanduhr zum Frack, wenn das die Lotte Dobisch hört. Oh, die hört sicher oben zu. Wir sind im Radio Wien in der Disco hier. Neben mir die bildhübsche Kollegin Christina Inhoff. Ja, du wirst dann nach unserer Live-Sendung alles übernehmen und wirst für morgen um 20.15 Uhr... Ja, in OF1 zeige ich alles Opernball. Ich versuche zu zeigen in dieser Sendung, was sich einfach in der Live-Sendung nicht mehr ausgegangen ist. Was sind noch die geheimen Orte, wo die Promis gefeiert haben? Ich zeige unter anderem auch, was gibt es hier am Opernball zu essen und was muss man dafür springen lassen, damit man hier eine tolle Opernballnacht verbringt. Also, wir haben heute alle, ihr habt so viel zu essen gekriegt auf unserer Suche. Was denn normalerweise... Ich muss ehrlich sagen, das Eis mit dem Goldstaub, das war das Allerbeste. Das war in der Tat fantastisch. Und weißt du was? Meine Sendungsleiterin, die schickt mich auch immer zum Austernessen. Und die weiß genau, dass eine Auster für mich gefühlt wie eine Dschungelprüfung ist. Ja. Wir haben sicher auch schon Bilder gesehen mit der Auster, gell? Ja, also... Ja, das machen wir den Austernblick noch einmal. Ja. Aber ich darf dich beruhigen, die schmecken immer so. Ja, absolut immer so. Auch im dritten Jahr nicht. Morgen um 20.15 Uhr haben Sie einen Pflichttermin und nächste würde ich auf die Auster ein bisschen Eis empfehlen. Ja, ich habe heute so marinierten Zwiebel drauf bekommen. Es war ein Versuch wert, aber es war noch immer nicht so wirklich. Danke gut. Dir. Ja, und das sind eigentlich rührende Szenen. Bussi so von Andreas Großbauer. Und da tanzen sie jetzt miteinander, mitsamt ihren Instrumenten. Das rote Horn und das Saxophon gemeinsam. Strangers in the Night. Nein, das sind keine Strangers. Die haben sich richtig angefreundet. Maria Großbauer und Nils Landgren. Wir haben da kurz einmal einen Besuch in unserem Container bekommen. Ich glaube, wir werden einmal zu Miriam schauen. Wo ja, bist du? Na, da bin ich. Ja, hallo. Mit Nina Proll und nicht Gregor Bloeb. Der hat sich verändert, der Bloeb. Nein, du hast ihn verloren und jetzt ist Christian Frank da. Musikalischer Leiter deiner Band oder was macht Christian Frank genau in deiner Band? Genau, musikalischer Leiter. Er spielt Klavier, er spielt Cajon, er singt, er muss Schauspielen mit mir, Szenen spielen.
Also er kann eigentlich alles und sieht dabei fantastisch aus, würde ich sagen. All das kann man bewundern um 2 Uhr früh hier beim Opernball. Kann denn Liebe Sünde sein, dein Programm? Vom Rabenhof zum Opernball musstest du das Programm extrem adaptieren und ummodeln für den Opernball? Ich musste Sachen weglassen oder ich werde Sachen weglassen, weil ich glaube, um 2 Uhr früh ist die Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer nicht mehr voll da. Und deswegen will ich sie mit meinen Texten nicht überfordern, sondern einfach nur singen. Bleibt man denn bis 2 Uhr früh wach? Weil man muss ja die Spannung halten und dann um 2 Uhr früh richtig mit Energie auf die Bühne. Wie funktioniert das? Christian, wie werden wir das machen? Mit viel Mineralwasser natürlich und Äpfel und Vitaminen. Und gute Antwort. Naja, ja, auf jeden Fall gelogen, aber gut, muss man sagen. Fantastisches Kleid, wie hält das alles? Das ist irgendwie alles fest zusammengeschnürt. Das ist ein eingearbeiteter BH, der sich nicht bewegt. Also es kann nichts passieren. Es kann nichts passieren. Kannst du morgen ausschlafen eigentlich? Ja, ich muss irgendwann wieder nach Tirol, aber ich darf morgen ausschlafen. Und bei dir geht es morgen in Urlaub? Richtig, am Nachmittag. Nein, schöne Information, am Nachmittag geht es in den Urlaub, morgen geht es nach Tirol und um 2 Uhr früh spielt Nina Broll da über uns. Genau. In welchem Saal? Bei der Campari Bar. Okay, da wird gespielt, da geht es dann auf, ab 2 Uhr früh mit Nina Broll. Nina Broll wird in der Balkonbar auftreten, aber das haben wir ja deutlich gesehen. Es gibt, glaube ich, neue Fotos brauchen. Neue Fotos, ja, schau, die Christine Reiler, die ehemalige Miss Österreich, war mal mit Markus Rogan befreundet und die hat gern Pyjama. Ja, und schreibt sie auch hier, Pyjama Party. Gefällt vor 6 Minuten. Das? Wunderschön. Ja, das habe ich. Ich habe immer gern Tiere, die zuschauen. Dieser arme Hund schaut aber in die falsche Richtung, was mich ein bisschen stört. Ach, er schaut nicht und gerne fern. Oben, das ist Piotr Hundekuchen. Und schau, das ist Miriam und Theresa. Eine einsame Katze. Katze von hinten. Sein Kater. Oh, das ist ja rührend. Ja. Ein Hund mit Krone, ja. Was das für... Und eine Katze mit Bos und Socken. Ja. Auch sehr schön. Ich glaube, schauen nur Tiere zu, habe ich jetzt langsam das diese, Gefühl. Diese Überlegenheit von Katzen gegenüber den Hunden, ja. Das konnten wir hier deutlich erkennen. Ja, wir schalten uns in die Wolfsschlucht und bleib dort bei den Tieren. Spielt, ja, zu den Wölfen. Wir schalten uns zu den Wölfen. Dort spielt La Brassbanda und die ist aus Übersee. Was heißt das Übersee? Nämlich aus Übersee am Chiemsee. Wir feiern mit den Bayern. Vollkommen richtig. La Brassbanda in der Wolfsschlucht. Und noch ein Tier der Nacht. Theresa Vogel hat 2 für diese Nacht ganz wichtige Damen. Und zwar im Thesalon. Ich begrüße Nadja Swarovski, die eigens für den Ball nach Wien gereist ist. Sie haben ja eine langjährige Kooperation mit den Tiaras und Swarovski. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich jetzt aber unser Publikum noch informieren, dass jetzt gleich ein ziemlich, ziemlich spannender Moment des Opernballs auf uns wartet. Denn Maria Großbauer veranstaltet diesen Ball ja das letzte Mal und sie hatte einen Wunsch als Abschiedsgeschenk, eigentlich einen heimlichen Wunsch. Sie hat sich gewünscht, dass sie einmal eine Tiara bekommt. Frau Swarovski, Sie wollen ihr das jetzt ermöglichen, aber sie weiß nichts davon, oder? Sie hat keine Ahnung davon und wir ermöglichen nicht nur eine Tiara, sondern die 4 Tiaras, welche wir zusammen mit Maria eben entwickelt haben. Wir haben hier 4 verschiedene Designer und es war wirklich die Auswahl von der Maria, mit welchem Designer wir arbeiten konnten. Diese hier zum Beispiel ist vom Karl Lagerfeld. Gestern war gerade der einjährige Todestag vom Karl Lagerfeld. Und es war noch eine fantastische Opportunity, mit ihm zu arbeiten. Dann haben wir Dolce & Gabbana, Donatella Versace und dieses Jahr Monsieur Christian Lacroix. Also es war schon ihr Anliegen, diese Modeindustrie auch irgendwie hier in diesem Ball zu integrieren. Und ich glaube, was diese Modedesigner für die Debutantin gemacht haben, war sehr hervorragend. Ich höre gerade, Maria ist schon am Weg zu uns in den Teesalon. Jetzt kommt sie gerade rein. Schauen wir mal, was für ein Gesicht sie machen wird. Maria Großbauer im Damenfrack. Hallo Maria, wie war dein Auftritt? Danke, es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, aber mein Herz hat wie wild geklopft. Und ich bin jetzt sehr erleichtert und es war ein wunderschönes Gefühl, mit der Band heute spielen zu dürfen.
Vielleicht können wir dir jetzt gleich noch einmal Herzklopfen bescheren, liebe Maria. Denn Nadja Swarovski ist nicht mit leeren Händen gekommen. Oh, na, wir wollten uns bei dir bedanken für die fantastische Zusammenarbeit in den letzten paar Jahren. Hier sind die Tiaras für dich, für dein Archiv. Du warst diejenige, die Designer hier ausgesucht hast und du solltest diese wirklich auf deinem Regal haben, als ständige Erinnerung. Also vielen tausend Dank. Wir schätzen deine Kreativität, dein Engagement und schau, du multitaskst vollkommen, wie du dich jetzt verwandelt hast von dem Ballkleid zum Frack, hervorragend. Total feminin und kreativ. Fantastisch. Wie hagelt's Komplimente, Maria. Du möchtest sicher was entgegnen. Ich möchte sagen, vielen, vielen Dank, Nadja, dir. Die Zusammenarbeit mit Swarovski war gigantisch. Wir haben so viele schöne Dinge gemeinsam gemacht. Es ging immer um Oper in den Tiaras. Ich danke dir persönlich, weil du einfach eine großartige Frau bist. Und es hat so viel Spaß gemacht. Danke dir. Danke, Nadja. Und wir freuen uns schon auf das nächste Abenteuer mit dir in deiner neuen Rolle. Wirklich gratuliere. Hier werden Geheimnisse noch nicht ganz ausgeplaudert. Wir sind gespannt, was das sein wird und wünschen uns jetzt noch allen eine rauschende Ballnacht. Maria, Nadja, vielen Dank. Vielen Dank. Reich beschenkt, Maria Großbauer. Bei welcher neuen Aufgabe, jetzt fließen doch die Tränen, bei welcher neuen Aufgabe sie wohl ja, Designerin oder so etwas, oder vielleicht, weiß, keine Ahnung. Vielleicht eine Aufgabe, bei der sie alle abwechselnd diese vier Tiaras. Oder sie schreibt eine Swarovski-Hymne, das könnte ich auch sein. Man weiß es nicht, Christoph, wir werden es herausfinden. Na. Ist schon die Zeit der Mitternachtsbatterie angebrochen. Da ist ein mutiger Kameramann, wahrscheinlich unser Chefkameramann Hirschel. Der ist der Spezialist für diese Fronteinsätze. Wer sagt die Kadri an? Das wissen wir natürlich. Diese Stimme kennen wir. Maria Sandner. Und Zunge rausstrecken gehört zum lustigen Ton heutzutage. 1, 2, 3. Maria Sandner gibt den Takt an. Bis 4 Uhr früh wird sie die letzte Kadri. Und das wird der Abschied von Dominique Meyer. Mit leiser, aber gefasster Stimme mit Ansagen. Das ist der Hirschel. Wir kennen seine Handschrift. Ausgezeichnet. Das waren Toni und Maria. Ah, Andreas Spörri erbetet vor der Mitternachtskadri. Wir sind bereit. Und das wird doch wohl die Fledermaus-Kadri sein. Und ein Foto müssen wir Ihnen unbedingt noch einblenden, meine Damen und Herren. Der Herr Bundespräsident, Frau Schmidauer, und Grüße aus der Wiener Staatsoper an alle Zuseherinnen und Zuseher zu Hause. Die Mittelloge im Hintergrund, wo er der Eröffnung beigewohnt hat. Ja, unser Bundespräsident, ein gelassener Mensch, auch in solchen Krisenzeiten wie Opernball. Naja. Nein, das ist, gehört ja, sicher glaube, ist für den Wohlfühltermin zu, für Alexander ja. Van der Bellen. Jetzt wollen wir doch mal schauen, wo sich unsere Moderatorinnen und unser Moderator da so herumtreiben. Miriam, im Marmorsaal, stimmt das? Genau so ist das. Ich bin im Marmorsaal, im Hintergrund Christiana Uikitzer Quintett. Das ist eigentlich super Musik zum Abend ausklingen lassen für mich. Also ich suche noch jemanden, um den Abend zu verbringen. Die Alexandra Meissner kommt nicht. Franz, würdest du mit mir noch anstoßen, Kameramann? Ja? Bist dabei? Na, dann habe ich doch große und schöne Begleitung hier beim Opernball, der 64. Das war ein großer Spaß, Ihnen den Abend wieder ein wenig näher bringen zu dürfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. So, Theresa, du bist ja unverkennbar in der Mittelloge. Natürlich, hat den Überblick, ja. Theresa. Mein Blick ist wirklich fulminant. Ich bin ja jedes Jahr wieder aufs Neue begeistert, mit welcher Nonchalance und auch Begeisterung die Leute hier scheitern und wieder versuchen, ihre Touren zu tanzen. Sie haben noch die Chance um 2 und um 4 und dann werde ich mich auch ins Getümmel schmeißen. Ins Getümmel, das ist das Stichwort für Alfons. Du bist in der Disco, wirst du schon geflashmobbt, Alfons? Naja, mehr oder weniger. Am Dach haben wir begonnen, ganz im Keller hören wir auf, aber in meinem Alter passt man am besten in die Disco. Ja, ich hoffe, es war Spannendes für Sie dabei, auch auf Dreisat. Das war der Opernball
der 64. Opernball. Und hier findet schon der Flashmob statt. Christoph Sandner hat ihn einstudiert. Ja, und Queens, Don't Stop Me Now. Danke, dass Sie dabei waren. Vielleicht nächstes Jahr wieder beim nächsten Opernball. Aber jetzt sind die Queens dran. Und Sophie Grau erkennen wir im Hintergrund. Die Queer of the Night. Und in der Disco geht's im Frack unglaublich ab. Das ist der Flashmob von Christoph Sandner choreografiert. Alfons hält mit. Herzlich. Also der kann Musical, das ja wirklich Musical-Ausbildung, die macht sich auch beim Opernball. Ja, ich glaube auch bei uns, es geht langsam neigt zu Ende, sich oder? Das ja. Fest in diesem unglaublichen Container dem Ende. Ich möchte mich einmal sehr herzlich verabschieden von allen Zuschauern von Dreisat. Gute und Nacht. BR-Fernsehen ist der richtige Begriff und natürlich auch im ORF, liebe Damen und Herren. Das war's aus dem heimlichen Nervenzentrum des Balles. Wir verabschieden uns jetzt im Namen des ganzen großen ORF-Teams und wünschen uns und Ihnen noch eine schöne Nacht. Und ich glaube, wir gehen jetzt auch noch ein bisschen tanzen. Vielleicht sogar miteinander. Weiß es nicht. Danke fürs Zuschauen.